Es ist die Aktion des Spiels. Das Mega-Dribbling von Anthony Martial. Der Franzose gegen alle, einfach nur unwiderstehlich. International Champions Cup in Santa Clara. Manchester United trifft auf die Königlichen. Real ohne Superstar Cristiano Ronaldo, dafür aber mit Gareth Bale und Luka Modric. Den Anfang macht aber United. Martial auf Lingard und der zieht einfach mal ab. Doch Keylor Navas ist auf dem Posten und kann den Ball abwehren. Dann passiert lange Zeit nichts. Wir sind schon kurz vor der Halbzeit. Langer Ball von Romero auf Fellaini, der den Ball irgendwie gegen Modric behauptet. Und dann der Auftritt von Anthony Martial. 1, 2, 3 Gegenspieler. Querpass auf Lingard und das 1:0 für den englischen Rekordmeister. Was für ein Mega-Dribbling des jungen Franzosen, der die Realabwehr schwindelig spielt und dann perfekt für Lingard auflegt. Und der weiß ganz genau, bei wem er sich zu bedanken hat. In der zweiten Halbzeit wurde dann kräftig durchgemischt. In der 67. Minute wird Theo Hernandez in die Tiefe geschickt und dann Victor Lindelöf. Wie die Axt im Walde hackt der schwedische Neuzugang dazwischen. Ganz klarer Elfmeter für Real. Casemiro tritt an und der Brasilianer bleibt cool. Ganz sicher verwandelt, keine Chance für De Gea. Die beste Phase Reals in diesem Spiel. Freistoß Quesada und der zieht den Ball frech auf den kurzen Pfosten. Aber De Gea kann den Ball gerade noch so abwehren. Kurz vor Schluss dann aber wieder United. Der junge McTominay mit einer tollen Hereingabe. Und was macht Fellaini da? Der Belgier haut das Ding freistehend aus kürzester Distanz neben das Tor. Es bleibt beim 1:1 und das bedeutet Elfmeterschießen. Oder in dem Fall Elfmeter verschießen. Real verballert 4, United 3 Elfer. Daily Blind bringt Manchester United mit Elfmeter Nummer 5 in Führung, bevor Casemiro den entscheidenden Elfer gegen die Latte nagelt. United gewinnt am Ende knapp gegen Real Madrid und holt auf der USA-Tour den 4. Sieg im 4. Spiel.